Ja, liebe Gäste, ich glaube, wir fangen an, weil ja auch hier die Zeit wieder begrenzt ist. Ich begrüße alle zum Forum Ökologischer Umbau und soziale Spaltung, ein Konflikt. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, worum geht es? Im Panel vor uns wurde ja sozusagen bestritten, dass es im Gebäudebestand einen schwerpunktmäßigen Handlungsbedarf gibt, wenn man an den Klimaschutz denkt. Ich würde das ganz gerne ein bisschen relativieren. Es ist ja durchaus so, dass nach wie vor, es mag sein, dass wir im Gebäudebestand große Erfolge erzielt haben, dass es da auch gesetzgeberische Initiativen gibt. Aber es ist ja nach wie vor so, dass der Gebäudebestand in europäischen Städten oder zumindest in Deutschland 40% für den Primärenergieverbrauch zuständig ist und man deswegen, also wenn man die Klimaziele, die ja bekannt sind, erreichen will, sich mit dem Gebäudebestand auseinandersetzen muss und auch die Sanierungsrate erhöhen muss. Das ist sozusagen die eine Herangehensweise. Es gibt eine Notwendigkeit, den Gebäudebestand energetisch zu sanieren. Das kostet Geld, und zwar für Wohnungsbaugesellschaften, für große private Wohnungsbaugesellschaften und auch für zahlreiche Ein- und Mehrfamilienhausbesitzer. Die Frage ist, wie kommt das an, wie wird das umgelegt? Es schlägt sich nieder in steigenden Kosten, und das ist sozusagen eine der zentralen Fragen, die wir hier behandeln. Welche Auswirkungen hat das auf die Räume, in denen saniert wird und die sich dadurch verändern? Die eine Herangehensweise ist von der Notwendigkeit. Die andere Herangehensweise, auf dieses Problem zu blicken, ist, innerstädtischer Wohnraum wird stärker nachgefragt, aus verschiedenen Gründen, auch aus ökonomischen Gründen, aus Gründen der veränderten Lebensstile. Deswegen steigen die Preise in innerstädtischen Lagen, selbst da, wo es vorher entspannte Wohnräume gab, wie zum Beispiel in Berlin, merkt man das ganz deutlich, dass die Mieten ansteigen. Die dort bisher wohnende Bevölkerung kann sich das in Zukunft nicht mehr leisten und muss entweder damit klarkommen, dass sie steigende Mieten zahlen oder eben in Randbereiche ziehen. Hier wirkt sozusagen der ökologische Umbau so gesehen als zusätzlicher Preistreiber. Hier haben wir also diesen Konflikt, also ökologische Sanierung und der soziale Druck in den Stadtteilen und die stärkere zunehmende soziale Spaltung, die wir sicherlich in fast allen größeren Städten beobachten können. Ja, das sind zwei Schlaglichter auf die Trends. Und die Fragen, die wir hier behandeln wollen, ist, wie fügt sich der ökologische Umbau in die aktuellen Stadtentwicklungen ein und wie kann man die sozialen Kosten abfedern? Wir haben vier Referenten, die ich ganz herzlich begrüße zu dieser Runde. Llewellyn Wells war 24 Jahre lang Filmproduzent, bevor er als Kommunikationschef zum Rocky Mountains Institute gegangen ist und von dort aus das Living City Blog Projekt gegründet hat. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Er wird gleich das Living City Blog Projekt vorstellen. Das ist eine komplett privat finanzierte Herangehensweise, die mit den Besitzern des Wohnraums in diesen Städten arbeitet und das fundamental renoviert, energetisch saniert, neue Energie in die Quartiere bringt und sie auch von der Lebensqualität her aufwertet. Und wir sind sehr daran interessiert zu erfahren, wie das eigentlich funktioniert und welche Auswirkungen das eben auf diese Stadtteile auch sozial hat. Jan Laurier, ganz links von mir aus gesehen, ist seit 2004 Präsident des Niederländischen Mieterbundes und auch seit 2010 Vizepräsident der International Union of Tenants.
Er ist außerdem ein Mitglied von GroenLinks im niederländischen Senat und seit fast 9 Jahren Vizebürgermeister der Stadt Leiden in den Niederlanden. Jan Laurier wird uns das sogenannte niederländische Modell vorstellen. Das ist ein Modell, was verabredet wurde zwischen dem Mieterbund, zwischen den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften und dem Ministerium, das vorsieht, dass eine energetische Sanierung warmmietenneutral vorgenommen wird. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Das ist sozusagen ein eher staatlich-öffentlich moderiertes Modell, was auch europaweit als Best Practice gilt. Und wir möchten da gerne genau wissen, wie wird da eigentlich saniert, wie funktioniert das. Thomas Krebs ist Geschäftsführer der Saga GWG. Das ist eine große öffentliche Wohnungsbaugesellschaft in Hamburg, die also einen sehr großen Anteil an Wohnungen da besitzt, besonders in einem Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg, der Ihnen vielleicht bekannt sein wird. Das ist ein Stadtteil mit einer, also ein sozial problematischer, wie man so schön sagt, also mit einer relativ armen Bevölkerung, der auch deswegen bekannt ist, weil dort die IBA Hamburg aktiv ist in Wilhelmsburg und da ein Konzept vorgelegt hat, was Erneuerbares Wilhelmsburg heißt und also eine sehr weitgehende Sanierung dieses Stadtteils und eben auch Versorgung mit erneuerbaren Energien vorsieht. Und die Saga ist ein Partner der IBA im Prozess der ökologischen Sanierung. Und auch hier möchten wir genau wissen, wie funktioniert das eigentlich, wie sanieren Sie, welche Folgen hat das eben auf diesen Bestand und auch für den Stadtteil. Und zu guter Letzt André Holm, vielen sicherlich bekannt auch als Gentrifizierungskritiker bzw. kritischer Beobachter der Gentrifizierung. Er ist Sozialwissenschaftler am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalsoziologie an der Humboldt-Universität und seine Arbeitsschwerpunkte sind Stadterneuerung und Wohnungspolitik im internationalen Vergleich und eben auch Gentrifizierung. André Holm ist auch Betreiber des Gentrification-Blogs und hat sicherlich auch größere Bekanntheit dadurch erlangt, dass er sozusagen unter dem Verdacht stand, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, was sich aber dann als vollkommen haltlos entpuppt hat. Also André Holm wird sozusagen unsere Präsentation gleich kommentieren, bevor wir dann in die allgemeine Diskussion gehen. Ich möchte jetzt Llewellyn Wells bitten, mit seiner Präsentation zu beginnen. Danke, Sabine, und guten Morgen. I will be speaking in English only today. Like most Americans, I speak only English and not very well. Thank you for having me here with you in Berlin. I'm from Living City Block, an organization, as Sabine said, that started a year and a half ago out of Rocky Mountain Institute, which is the famous energy efficiency expert Amory Lovins institution. We've seen this slide and talked about this at least a dozen times already in this conference, so I needn't stay on that. People are moving to cities, but what kind of cities are they going to be moving into? What kind of cities are we collectively going to build for the future? Do we want people to live in cities like that or cities like this? I think you can guess what my preference would be. This is what Living City Block does. If you'll read that in the translation booth, please. Thank you. I'm told one should never read one's own slides. It's bad decorum. But this is what we do at Living City Block. We come into communities and we work as implementation partners. We come in as an organization, make a 6 to 8 year commitment to work with that community to change the sustainable profile of that community in all sorts of ways. And we want them to become this in the end, hyper resource efficient, culturally thriving, and economically stable communities. Our program is a very partnership-heavy program. I'm showing these slides because I think it's very important for all of us to understand that anywhere in the world to take on this kind of work, you have to partner with a wide variety of people. We have a wonderful grant from the Department of Energy in the United States. We work with big corporations. We work with a lot of other not-for-profits and tech partners. Some of these you've heard of, some of them you may not.
And we also work very closely with the local government and local partners as well. Without all of these people working together, we can't possibly accomplish our goals. And what are our goals? We have very aggressive energy reduction goals. We plan on reducing energy use by 50% in the first 2 years, 75% over 4 years, with at least 2 net zero buildings in the Denver project, which is an historically protected zone, so that makes that work that much more difficult to accomplish. We also want to reduce, of course, vehicle miles traveled. Vehicle miles traveled, we want to make the community much stronger, healthier. I think it's clear now in the health community that walkable, livable communities are more healthy places for people to live. We need to find proper food sources for people of all income levels, etc. But in order to do this, we have to use an integrated approach. First of all, in the real world, we have to prove the business case, and there has to be a finance case. And what we mean by that, and this will relate very strongly to the topic today of gentrification and fair rent rates, in reality, the business case has to work for the building owners, it has to work for the people who live in the buildings, it has to work for the businesses that are located in those buildings. By the finance case, we mean that there has to be available financing methodologies. There has to be private money, combinations of private and public money, but unfortunately in the real world, particularly in a lot of Western countries right now, there'll be much less government money to spend for the next 2 to 4 years on these kinds of projects. So we're more dependent on the private markets than we probably ever have been for this type of work. We also have to prove that it creates good economic development, and we have to prove in the end that these are more livable communities, places where people really want to live, work, and play. And we do this all through the lens of sustainable redevelopment. Now, if you have a lot of money, you can do all kinds of amazing things with new construction these days in terms of sustainability. Or if you have a great big building you want to retrofit, the rather overused example these days is the Empire State Building in New York. You can make money off of retrofitting your buildings. But what we need to prove is that you can also do this in a cost-effective, socially just, equitable manner within the existing built environment as well. In the United States, 95% of the building owners who own commercial buildings own what the Urban Land Institute refers to as small to medium-sized commercial buildings. These are essentially under 100,000 square feet. The majority of them are under 50,000 square feet. Now, these buildings also consume 45% of the energy used in the built environment, create 45% of the greenhouse gas emissions. So 5% of the owners, in other words, own 55% of the square footage of the commercial buildings in the U.S. Well, what we do at Living City Block is we come into a community and we create an aggregation model. So we work through a number of methodologies to bring people together as a group, because our entire process is built on the notion that what single building owners cannot do on their own, groups of building owners and communities can do by working together. The kind of work that we work on livable communities, which means street life. It means urban gardening. It means better streets and better storm water retention. And then we work on resource efficiency and reduction, of course. We also work on mobility issues. We work deeply on creating financial methodologies and governance structures through which all these building owners can come together and work as a group. It's not a natural thing for building owners to do, necessarily. Now, our framework is we have 4 projects right now. The Denver one is the pilot project. We're also working in Washington, D.C. We're working in Brooklyn, and we're just launching in the Caribbean coastal town of Santa Marta in the country of Colombia. We have very different kinds of buildings that we work with because we want to prove that this kind of work can be profitable and can be accomplished regardless of what kind of building you have or what kind of use there is in that building. Now, these are pictures of the project in Denver. As you can see, this is not an area with a great deal of social justice concerns at the front of everyone's minds. But we want to change that area in these ways over the next 4 to 6 years. Now, as you can see, we're not trying to reconstruct the neighborhood. We're just trying to improve it and transform it to be more ecologically and economically sustainable. We work with a very old-fashioned community organizing structure. We come in and we bring the building owners and the business owners and the residents together. And then we do workshops or charrettes, as they call them in the architectural and planning businesses. And we find out what that community feels that a sustainable vision for themselves might look like. And then we break into these work groups and we work over time with the community, again, over a long number of years to keep them involved. So it's their community, which it is, of course, that is being transformed. What do they want it to be? How do they want to see that happen?
So these are the things that are somewhat different about Living City Block as compared to other organizations that work. We work primarily in medium-sized to small commercial buildings. We use an aggregation model. We take very seriously the idea of whole systems approach and integrated design. And we work on the financing issue from day one. We don't want to have our plans in place in 2 years and then start thinking about the money. If you don't begin to work on the money right away, you won't have it when you need it. This is our project in Washington, D.C. It's in a part of America's capital that has a very serious gentrification problem. This neighborhood was formerly one of the strongest middle-class African-American communities from about 1890 until the 1950s, when so many North American urban centers began to deteriorate due to the suburban movement and due to different priorities government-wise about creating urban sprawl and actually not just justifying that, but making sure it was paid for. This community is now half gentrified and half the original African-American community. So we're working very hard. There are three affordable housing projects within our two blocks in Washington. So we're doing the best that we can to tackle the issues of how do you protect the good things about the original community while bringing development to the area. The development is coming whether we want it or not. This part of Washington, D.C., the property is very valuable now. So developers, if left to their own devices, are putting up new condominium after new condominium. So it's a real struggle to try to find models and formulas that allow those developers to still make money, because they're going to. As long as we live in capitalist societies, we can't ignore that fact. And as long as we need the private market financial capital, we have to deal with that issue, like it or not. So we're working very hard to protect the affordable housing that's in that community now, so that as the developers bring the gentrification in, we will at least save the ability for a certain number of people to live and thrive in that same community. We're also in Brooklyn, New York. It's also a very diverse neighborhood, heavily polluted canal from the 1800s. Our Dutch friends built it way back when, I suspect. And we're also dealing with issues of mixed income housing in that community as well. And we are looking at other cities across the United States for also beginning Living City Blocks. And we are now, as I said earlier, in the Caribbean coastal town of Santa Marta in Colombia. And I'm going to shift gears for a moment and go a little bit off subject, but I promise I'm coming back to the point. You can see the mountains in the background. I'm sure you're mostly aware of the terrible urban immigration problems that are going on in Latin America, where people come from the countrysides for any number of reasons. They tend to take over land that is unoccupied, quite often on the hillsides surrounding the metropolises of large South American, Latin American cities. You're very familiar with the favelas of Brazil, but these kind of slums are popping up all over Latin America. In Colombia, there are so many people displaced from the decades of civil war in that country that had damaged the economy, hurt the agricultural economy that was so strong before. And those people have immigrated to the cities, and they tend to live in very poor, homemade communities on the sides of these mountains. And what they do in the process is strip those mountains of all existing vegetation and wood, as well as getting wood from dumps, et cetera. They build their homes. But in that process, of course, not only are they living under squalid conditions themselves, but they're creating a whole cascade, a waterfall of other problems by stripping that vegetation and those trees, et cetera, from those mountainsides. When the rainy seasons come, and it rains a lot in this part of the world, flooding occurs that comes into the other areas of the city down below. And of course, those are the areas that are exposed, are usually where the poorest, most vulnerable people live as well. So why am I bringing this up? Well, I heard quite a few discussions yesterday where people said, and I understand this point of view, but I want to push back and argue against it for a moment, that climate change can't be that important to people who don't know where their next meal is coming from. Well, I think everyone in this room is educated and intelligent enough to know that if you think those people have trouble finding their next meal now, wait till they're hit hard by climate change. So if we don't deal with these issues concurrently, we're actually condemning generations of underserved, poor populations all around the entire world to a very, very unpleasant experience in life in the next 50 to 100 years. I'm getting a little preachy, forgive me. I would argue that sustainability can actually be an equalizer.
that if we go about building new homes for underprivileged people and rebuilding the built environment we already have in the world, that we can make life better for these people, and it can be done affordably, sometimes, frankly, for less money than building cheap, unsustainable housing in communities. I heard a lot also that climate change is a hobby for middle-class white people. I don't know if you all know of Bill McKibben's 350.org organization and the 1010 global party they threw last October. But if I look at these people, one, the top picture of people from Bangladesh, the lower picture people from Kenya, they don't look like white middle-class people to me. These are people who understand what climate change is going to do to their future, and they care desperately about how we collectively as humanity deal with these problems. And I'm going to get off of this soapbox in a moment, I promise. But these are the people who are going to be hurt most for all of these reasons. Here's some of the pictures of what happens to them in climate change. That's Pakistan, food riots in Algeria, droughts in the Horn of Africa, cyclones in Madagascar. So over the next 40 years, we have to rebuild almost our entire built environment in this world. By rebuild, I mean make it more efficient. Make our built environment appropriate for a fossil fuel world and a climate and carbon restrained world. So we have to do it. We have to come up with something like 2 billion housing for 2 billion new people moving into cities. So we have a choice right now, all of us collectively. We can do it the right way or we can do it the wrong way. If we do it the wrong way, the problems on the previous slides will only get worse. If we do it the right way, perhaps people can live in affordable housing units like the ones pictured below. They might not be your dream home, but for people who have been living in a favela, they're wonderful options. So how do we do that? How can sustainability become an equalizer so that the future we help create throughout the world is a different one than what appears to be possible right now? First of all, you have to have the right government policy incentives in place. It does begin with government. It certainly doesn't end with government, and you can't count on government to do it all, nor should you ever think of doing so. But government serves a very important role. They have to have the right policies and incentives in place, and they have to, as much as anything, mitigate perverse market barriers. In other words, don't make it more difficult for people to do the right thing. Then civil society organizations have to step in. They have to be funded, which is very difficult these days. They have to be trained, and they have to have the capacity to take the lead on affordable housing and sustainable development. And then finally, you have to bring in the private markets. The reality in our world today is without the enormous amount of capital that's sitting out in the private markets being ready to be redirected, if we don't get that money headed in the right direction, we can't accomplish any of this. So it's a real holistic series of things that has to happen to even begin to solve these problems. So I'll get corny for a moment. Again, I'm American, forgive me. But this middle item is the one that we think is very most important. I'm done. Yeah, I'm done. We have to strive to turn the possible into the practical. These things are all possible. We have to make them practical. Thanks very much. Ja, vielen Dank für diese sehr praktischen Ausführungen, die aber auch gleich Stoff für die Diskussion mitgeliefert haben. Ich, wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, die aufzusparen für später, damit wir insgesamt diskutieren können. Ich würde jetzt bitten, Jan Laurier seinen Vortrag vorzustellen. Thank you, Sabine. Yesterday afternoon I was networking and someone looked at my name cards and he thought, he saw GroenLinks and he thought I was from a computer company, but links has nothing to do with a computer on this card, but it means left for people. And this misunderstanding has perhaps something to do that there are so many young people over here, and I congratulate the organizers with so many young people interested in the future of our cities. To avoid another misunderstanding about the other name on my name card, and that's Woonbond. The Woonbond is the big association of Dutch tenants. It represents on the moment almost 50% of all tenants in the social housing in the Netherlands, and that means 1.5 million tenants.
This year we aim to organize more than 50% of the tenants in the social housing sector. And I'm now 7 years president of the Dutch Housing Association. And I'm very glad to see the association growing each year. About the theme of this forum is the question of ecological restructuring leads to social division. And my first answer is yes, there is that risk. There is a risk that people with a low income will live in dwellings with a low energy performance, because these are the cheap dwellings, and the people with high income are living in houses with a good performance. Houses with low energy performance are cheap, and houses with a high energy performance cost more. In consequence, people in the cheap dwellings shall have relatively low rents or housing costs, but a high energy bill. The reverse in the houses where the people live with a high income. With rising prices of the energy, the gap will be widening. The solution of investing in those houses could solve this, but creates another dilemma. Investments to improve the energy performance in the cheap dwelling ask for investments, and they will increase the cost of the housing and the rents. The contradiction is named energy poverty. It's a risk, but it is not a necessity. The dilemma can be solved or better controlled, as I hope to show you in presenting the Dutch case. But it asks cooperation between government, perhaps local government, representatives of tenants and landlords. Before I explain the Dutch solution, I have to explain something about the Dutch housing market. In the Netherlands, there are about 7 million houses. And 60% of these houses are private owned, and the owners are living in that houses. The other houses, 2.8 million, are rental homes. The majority of those, exactly 2.4 million houses, are owned by social housing associations. These are private organizations, but not commercial. They have the aim to give good housing at reasonable prices for all those people who cannot afford a house as property or cannot rent on the private market. They have a special legal rule in which their task in the social housing and surroundings of the dwellings are defined. In exchange, they can lend money from the banks to a lower rate than commercial interest, because the government guarantees the loan. Of course, the state is looking at the financial position of these organizations so that they don't take unreasonable risks. Doing so, it is really relatively cheap to invest in Dutch social housing. If you look at the energy quality of this social housing stock, we see that 25% of the houses have a very bad energy performance. Nearly 60% has a middle range energy performance, and only between the 15 and 20% have a good or excellent energy performance. In the commercial rental sector are the percentages in terms of energy performance much worse. That means that in bettering the energy performance, a lot of energy spending can be saved, and at the end, also the production of greenhouse gases. In short, ecological and in social terms, there are quite a lot of possibilities to win. The Dutch Woonbond, with the World Organization of Tenants, underscribes the goals that it's important to use less energy to decrease the production of greenhouse gas and the transition to climate neutral energy sources.
which not is nuclear energy, by the way. Because qualitative good and a safe housing is much more than a beautiful roof about your head. If we look at the aim of the sustainable and affordable housing, it is not enough to look only to the new built houses. As an example, in the Dutch situation, last year in the Netherlands, 50,000 new houses were built and 20,000 old houses were demolished. If we put our cards on debt strategy only, it takes over a century to reach nearby our goals, and it gives no solution to the growing problem of the increase of the energy poverty. If we can improve energy performance of the existing houses, we can make a quick win and we better the position of the lower income households who are threatened to step into the trap of rising energy prices. In the Netherlands, the average rent of a household in a social housing is something about €442 a month. The national government gives such a household a subsidy from about 160 if the income is low. On the other hand, the opposite stands about 250 extra costs directly related at housing. About €150 goes to the gas and electricity companies. The Woonbond is expecting that debts is in the coming years, that amount will be rising. In the housing quote, the part of the income that it can be related to direct cost of housing, the energy cost will be taking a larger part. Rationally, is there a direct interest of the tenant that a good energy performance gives also a win in money? But there are some problems also in the Dutch case. Bettering the energy performance of a house asks for investments. In the rental part of the housing market, the house owner can raise the rent. For tenants, it's very difficult to know how the price of the investment, the higher rent, equals the lowering of the energy bill. The trust of those tenants in the calculations of the landlords is not very high. And in a Dutch situation, if 70% of the tenants said no to changes in the house, it can't be done. That's the Dutch law. So there's a great risk that the tenants not agree with the improvements as the results are mistrust. So what we did as Woonbond, we started negotiations with the Association of Social Landlords and with the Ministry of Housing and Environment. And we agreed on a couple of things. In the decisions about the investments, the measures that will be taken, the tenants must be participate. The social landlord agrees that the level of the rise of the rent to finance their investment never will be higher than the savings the tenant gets on his energy bill. We agree about a number of houses that will be yearly bettered and about the amount of energy saving that must be reached. And the Minister of Housing and Environment promised to change the law. The maximum rent for social housing would be changed in a way that the energy performance of the house will be an element in the height of the rent. The Woonbond calculated out that this means for a couple of new tenants a little raise of the rent, but for a lot of new and sitting tenants it will be neutral or mean a bettering of their income. It means that landlords of houses with very poor energy performance cannot raise the rent anymore. And this also set pressure on not willing social and commercial landlords.
the results. Everybody kept his promises, and the loan bond made a tool in which the tenant or local tenant organization can see, can calculate if the housing cost guarantee is kept. In 2008, there was an investment in the energy saving in 50,000 houses. In 2009, the year of the agreement, the number was raised to 60,000. Last year, 100,000 houses were reconstructed, and this year also 100,000 houses will be restructured. And in all these houses, the saving in the use of gas for cooking, heating, and all that kind of thing will be at least 20%. What did we learn? It's essential that tenants and their local organization have a say in the kind of measurements that are made. We didn't go for the highest energy performance at once in the existing houses. We did it step by step so it could be financed. In our agreement, we made winners on all sides, and at last we had a clear eye for the daily problems, for the needs of the people with a low income. Thank you very much. Ja, ganz herzlichen Dank, Jan Naurier, für dieses weitere konkrete Beispiel. Jetzt bitte ich Herrn Krebs um das Hamburger Beispiel. Ja, Frau Treves, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt mit Ihnen hinabsteigen in die Niederung der wohnungswirtschaftlichen Praxis hier in Deutschland, insbesondere in Hamburg, anhand eines ganz konkreten Beispieles, das Weltquartier in Wilhelmsburg. Bevor ich das tue, möchte ich aber ganz gerne, ich versuche es in 10, 15 Minuten, ich hoffe, da fällt nicht gleich das Fallbeil, kurz erklären, wer wir sind, was wir machen und warum wir das so machen. Ganz kurz, Freien Hansestadt Hamburg, 1,7 Millionen Einwohner, 981.000 Haushalte. Und Hamburg hat einen Pfund, und das ist eine Besonderheit in Deutschland. Rund ein Drittel der Mietwohnungen ist in den Händen von Genossenschaften und den kommunalen Unternehmen. Und das ist eine Möglichkeit, die ist, glaube ich, einmalig, was auch die Gestaltung angeht im energetischen Bereich. Wie bei uns, 133.000 Wohnungen, 99,5% Vollvermietung, darüber freuen wir uns natürlich. 5,60 Euro Durchschnittsmiete, das ist wichtig. Wir liegen immer 20% unter dem Durchschnitt des Hamburger Mietenspiegels. Das ist unser Auftrag, ist auch unser Selbstverständnis. Wir investieren jährlich zwischen 200 und 300 Millionen Euro und betreiben zusammen mit den Genossenschaften mithin Stadtentwicklung. Darunter rund 70 Millionen Euro jedes Jahr für energetische Modernisierung. Wir leisten jedes Jahr Haushaltsbeiträge. Der Freien und Hansestadt Hamburg geht es wie allen Kommunen nicht besonders gut haushaltstechnisch. Und das ist in Ordnung und richtig, dass wir hier einen Beitrag leisten. Wir werden bis 2012 47% unserer CO2-Einsparungen durch energetische Modernisierung reduziert oder beziehungsweise erreicht haben. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die Ziele des Hamburger Senats, das heißt bis 2020 40%, die werden wir übererfüllt haben mit 50%, und bis 2050 80% erreichen werden. Ganz klar, unser Gesellschaftszweck ist natürlich die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Das ist wichtig. Wir sind in einem mittleren und unteren Segment unterwegs für kleine und mittlere Einkommen. Und wir sind Bestandshalter im Wesentlichen. Das ist auch wichtig. Und unsere Philosophie ist die ganzheitliche Quartiersentwicklung. Und unser Geschäftsmodell ist ganz einfach. Wir investieren in unsere Quartiere und in die Stadtteilentwicklung. Und das garantiert uns wirtschaftlichen Erfolg. Und weil wir wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir wieder in die Quartiere investieren. Anders geht das nicht. Uns wird niemand subventionieren. Das kann die Freie und Hansestadt Hamburg nicht mehr. Das können die meisten Kommunen nicht mehr. Obgleich die Freie und Hansestadt Hamburg sich ein vorbildliches Fördersystem leistet. Ich glaube, bundesweit auch vorbildlich, sowohl für den sozialen Wohnungsbau als auch für die energetische Modernisierung. Ich berichte Ihnen über ein Praxisbeispiel, das ist die internationale Baustellung Hamburg, das ist Wilhelmsburg und hier konkret das Weltquartier. Verhaften Sie mich bitte nicht auf diese Begriffe, das sind nicht unsere, das sind die Begriffe der IBA, der internationalen Bauausstellung. Drei Punkte sind für uns wichtig, Stadt- und Stadtteilverträglichkeit, insbesondere auch an innerstädtischen Rändern. Das zweite Thema ist Bildung, Kultur,
und damit auch Beteiligung. Und das dritte Thema, was für dieses Projekt ganz maßgeblich ist, ist Klimaneutralität bzw. vorbildliche energetische Modernisierung und vorbildlicher Neubau. Wilhelmsburg ist schon angeklungen. Das ist ein nicht ganz einfacher, gleichwohl hochattraktiv gelegener Stadtteil. Eine Elbinsel sozusagen vis-à-vis zu der Innenstadt von Hamburg. 50.000 Einwohner, 23.000 Haushalte, hoher Anteil von Migrantinnen und Migranten, hoher Anteil von Leistungsempfängern SGB II, niedrige Wahlbeteiligung, wobei die noch gut ist. In vielen unserer Siedlungen, die wir repräsentieren, ist die Wahlbeteiligung unter 40%. Und da sehen Sie auch, über welche soziale Problematik wir reden, nämlich die über die Entkopplung von ganzen Quartieren. Was die politische Beteiligung angeht, wir haben insgesamt 20.000 Wohnungen in Wilhelmsburg und davon 8.000 in unserer Verwaltung, in unserer Bewirtschaftung. Das ist mal ein Bild aus der Vogelperspektive, das südliche Reihestiegviertel, rund 800 Wohnungen, in den 30er Jahren entstanden, Arbeiterwohnungsbau, Rotklinker für Hafenarbeiter damals entstanden, fischverarbeitendes Gewerbe. Und wir haben dann Wettbewerbe erlebt im Rahmen der IBA und auch sozusagen unter der Federführung des IBA-Konzeptes. Und haben uns darauf verständigt, dass wir einen Großteil dieser Wohnung energetisch modernisieren und darüber hinaus einen Teil abreißen und neu bauen. Eine Besonderheit, das sehen Sie im Bild oben rechts. Jetzt glaube ich, habe ich keine Maus, oder? Jetzt würde ich Ihnen das ganz gerne zeigen wollen. Nee, das funktioniert nicht. Ganz oben rechts sehen Sie so ein kleines Viereck. Das ist ein Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das Besondere an dem energetischen Konzept ist, dass über eine städtische Gesellschaft in diesem Flakbunker eine regenerative Wärmeversorgung sichergestellt wird und dann über ein Wärmenetz wird dann wiederum das Weltquartier versorgt, was natürlich, was mit Blick auf Primärenergiebedarf, zu sehr guten Werten führt. Des Weiteren sehen Sie unten rechts, das habe ich leider keinen PowerPoint, sonst würde ich Ihnen das gerne zeigen, einen Weltgewerbehof, den wir bei einer Tochtergesellschaft errichten. Das heißt, das sind Gewerberäume für migrantische Ökonomie. Des Weiteren befindet sich im Quartier eine Schule, die wir energetisch sanieren. Das ist eine Besonderheit unseres Verständnisses von ganzheitlicher Quartiersentwicklung, dass wir fest davon überzeugt sind, Quartiere funktionieren nur mit funktionierenden Schulen. Deswegen haben wir im Rahmen eines Projektes 32 Schulen im Hamburger Süden übernommen, errichten sie zum Teil neu, zum Teil sanieren wir sie und bewirtschaften sie. Und für uns auch ganz wichtig, dass eben auch diese Schule und dieser Schulstandort im Weltquartier Wilhelmsburg eben jetzt fertiggestellt wird. Unsere Ziele spiegelt unser Geschäftsmodell, soziale stabile Nachbarschaften, Vermeidung von Segregation durch sozialverträgliches Mietengefüge, auch nach Modernisierung und eine ganzheitliche Aufwertung des Quartiers an dieser Stelle. Wir haben 490 Wohneinheiten. Das sind technische Einzelheiten, mit denen ich Sie jetzt nicht langweilen möchte. Das ist immer Gebäudehülle, Dach, Kellerdecke, hocheffizient. Und Sie sehen, wir erreichen darüber eine CO2-Einsparung von 95%. Hier sehen Sie mal Impressionen. Die Ergebnisse sind zustande gekommen durch eine aktive Mieterbeteiligung. Die Mieter haben sich eingebracht, haben ihre Wohnwünsche geäußert, die wurden bewertet, sind in die Planung mit eingegangen. Und dabei ist eine sehr anspruchsvolle Konzeption zustande gekommen. Sie sehen hier zum Beispiel mittig sogenannte Wohnregale, Wohnraumerweiterung, maßgeblich auch durch Mieterbeteiligung entstanden. So, und das, was für Sie sicherlich interessant ist, aufgrund der Förderung, die natürlich auch der IBA geschuldet ist, kommen wir hier zu Warmmietenneutralität. Das heißt zum einen durch eine sehr geringe Mietsteigerung und zum zweiten auch durch hohe Einspareffekte bei der Warmmiete, so dass wir davon ausgehen, dass das ein wesentlicher Beitrag hier ist, auch um Segregation zu vermeiden. Wir müssen alle Wohnungen entmieten in dem Kontext, das ist auch ganz interessant, weil wir auch im Bestand Grundrissveränderungen vornehmen und energetisch sehr aufwendig modernisieren. Und ich darf auch sagen, mit einem Preis, den wir normalerweise im Bestand auch nicht realisieren können und auch nicht realisieren würden. Und wir gehen davon aus, dass rund 70% der Mieterinnen und Mieter wieder zurückkehren wollen ins Weltquartier. Und dass die restlichen 30 verbliebenen Prozent roundabout aber gerne in Wilhelmsburg bleiben wollen. Das heißt, die Menschen bleiben im Quartier und die Miete auf jeden Fall ist so ausgestaltet, wie Sie sehen, dass sie das auch können. Hier wird an dieser Stelle niemand vertrieben, obgleich es auch Mieter gibt, die sich dessen ungeachtet vertrieben fühlen. Das will ich nicht verheimlichen.
Zum Zweiten bauen wir 277 Wohneinheiten neu. Wir bauen den Passivhausstandard, also eigentlich in dem höchsten energetischen Standard, den wir realisieren können. Das ist auch Philosophie unseres Hauses im Rahmen von energetischen Strategien, dass wir neue Technologien ausprobieren, dass wir sie auch evaluieren. Und hier sehen Sie eben das Passivhaus mit dem extrem niedrigen Heizbedarfen und Jahresenergiebedarfswerten. Miete, öffentlich gefördert, 5,80 Euro im Neubau, im Weltquartier. Ich glaube, auch das ist ein Beitrag, wo Sie sagen können, damit liegen wir noch deutlich unter dem Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels. Das sind mal Impressionen auch einer anspruchsvollen und ansprechenden Architektur, wiederum entstanden durch die aktive Beteiligung der Mieterinnen und Mieter. Weltquartier Wilhelmsburg, energetisch hocheffektiv, aber ich muss dazu sagen, es ist ein Leuchtturmprojekt, es ist ein IBA-Projekt. Das muss man sich immer klar machen. Und wenn sich jetzt der eine oder andere zurücklehnt und sagt, na also, das geht doch, die Wohnungswirtschaft kann das, die kann Passivhäuser bauen, die kann hochenergetisch modernisieren und das alles gibt es noch warmmietenneutral, möchte ich das ein bisschen relativieren, der Ehrlichkeit halber. Es ist ein Pilotprojekt und wir müssen, um das zu erreichen, was wir erreichen, schon auch ein bisschen einen Balanceakt wahrnehmen als städtische Gesellschaft. Wir haben verschiedene Interessen, die wir bedienen müssen und das muss man verstehen. Da ist zum einen natürlich sozialverträgliche Mieten, da es Warmmietenneutralität wäre wünschenswert, werden wir aber in der Regel nicht erreichen. Das muss ganz klar sein, vor dem Hintergrund der energetischen Standards, wie wir sie heute erleben. Zum Zweiten haben wir natürlich neben sozialverträglichen Mieten klimapolitische Anforderungen. Das ist auch in Ordnung so und ich habe auch schon gesagt, dass wir uns zu den CO2-Einspazieren des Hamburger Senats bekennen. Wir haben natürlich eine dritte Dimension, das ist ganz wichtig, dass der Gesellschafter auch Haushaltsbeiträge fordert, das ist auch in Ordnung so. Und unser Geschäftsmodell, das, was wir leisten mit unseren Investitionen, funktioniert auch nur, wenn wir es aus eigener Kraft leisten. Und am Ende des Tages heißt das, auch unsere Investitionen müssen sich rechnen, da will ich gar keinen Hehl draus machen. Und wir haben aber auch neue Anforderungen in der Freien und Hansestadt Hamburg, das haben Sie vielleicht gelesen, vor dem Hintergrund angespannter Wohnungsmärkte, insbesondere im innerstädtischen Bereich, wollen wir 6.000 Wohnungen im Jahr bauen, davon alleine wir 1.000, ein hohes Ziel. Und wir bauen heute innerstädtisch, wir bauen öffentlich gefördert, weil wir glauben, dass nur innerstädtisch die Integrationsleistung auch vollbracht werden kann. Wir werden nicht mehr auf der grünen Wiese bauen, weil wir glauben, das sind die Fehler der Vergangenheit, die wollen wir nicht wiederholen. Und wir haben aber auch neue Wünsche, berechtigte Wünsche von Stadtplanern, von Architekten, die sagen, all das, was ihr da energetisch macht, bitte nicht zulasten der Backsteinstadt Hamburg. Wahrt bitte das Gesicht dieser Stadt. Und da sehen Sie, jetzt ergeben sich Zielkonflikte. Ja, und die sind nicht ganz einfach auszutarieren. Das wollen wir, soweit wir das können, wollen wir das tun. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Heißt aber auch immer, verfügbare Mittel müssen wir optimal einsetzen, Grenznutzen optimal. Sowohl für die soziale Quartiersentwicklung als für Modernisierung als auch für Neubau. Wir werden also nicht nur und ausschließlich Geld für Leuchtturmprojekte im energetischen Bereich haben. Das Zweite ist, was für uns wichtig ist, dass wir schon auch ein bisschen anderen Blick haben. Wir nehmen schon mit auch Sorge wahr, dass wir in der Öffentlichkeit eine ganz starke Fokussierung auf sogenannte Szeneviertel haben. Das sind berechtigte Themen, das sind interessante Themen, das sind Segregationsthemen, das sind kulturelle Themen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir stellen schon fest, dass die Bewohner unserer Siedlung und die 10 Bewohner der Szeneviertel in unserem Bestand sind, sagen wir mal, zwischen 1 und 5%, je nachdem, wie man Szeneviertel definiert, die haben keinen Zugang zu Medien. Und da merken wir schon so ein mediales Auseinanderklaffen, wenn unsere Mieter, das sind die Mehrzahl der Menschen in Hamburg, in die Medien kommen, dann ist das immer stigmatisierend. Dann heißt das immer, das sind die Jugendbanden in den Großwohnsiedlungen, das sind die Verrückten und Wahnsinnigen, das sind die, weiß ich nicht was, Auffälligen, Schwierigen. Es ist immer stigmatisierend und wir reden nur über innerstädtische Szeneviertel. Und das ist eine mediale Kluft, die uns ganz empfindlich stört, weil wir schon sehen, dass wir die Freien Hansestadt Hamburg nur entwickeln können, wenn wir sie ganzheitlich entwickeln. Und dazu gehören auch Großwohnsiedlungen. Und dazu gehören auch ganz normale Siedlungen am Stadtrand und nicht nur Szeneviertel. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man sich nicht rein auf Energieverbrauch kaprizieren sollte und auch Energieeinsparung. Wir glauben, wenn man das tut und sagt, wir kaprizieren uns rein auf zum Beispiel Dämmung, ist das sehr schwierig, weil dann werden Sie das Problem der Warmmietenneutralität verstärken, denn diese Maßnahmen sind extrem teuer. Deswegen plädieren wir für eine intelligente, ganzheitliche Strategie. Wir haben eine solche Strategie entwickelt und die beinhaltet neben Energieeinsparungen
eben auch Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Das ist sozusagen drei Beine, auf denen wir stehen. Und wenn Sie diese Maßnahmen intelligent mischen und nicht nur hocheffizient dämmen, kommen Sie zu sehr guten CO2-Einsparwerten und Sie kommen vor allem nicht zu so extremen Steigerungen der Miete. Und deswegen ist das für uns ein wichtiger Punkt. Und nicht zuletzt muss man, glaube ich, auch differenziert betrachten die Frage der Gentrifizierung. Wilhelmsburg ist ein Stadtteil, der sich in der Aufwertung befindet. Und das muss man nun mal sagen, darauf arbeiten wir seit 20 Jahren hin, denn dieses ist ein sozial extrem gefährdeter Stadtteil, ein schwieriger Stadtteil, den wir mühsam mit den anderen Vermietern stabilisiert haben, auch erfolgreich stabilisiert haben. Und jetzt findet eine Aufwertung statt im Rahmen von IBA, im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung. Jetzt werden natürlich Investoren angezogen. Wir tun unseren Teil, um das zusammen mit Genossenschaften die Preisentwicklung zu dämpfen, durch sozialen Wohnungsbau und vieles mehr. Aber wir werden das natürlich nicht ganz verhindern können. Natürlich sind Projektentwickler unterwegs, die jetzt Grundstücke kaufen und die jetzt Objekte kaufen. Wie will man das verhindern? Ich will damit sagen, Aufwertungsprozesse von solchen Quartieren haben immer zwei Seiten. Und man muss sie schon ausgewogen diskutieren und abwägen. Sie alleine zu verteufeln, halte ich für problematisch. Denn wir wünschen uns ja auch eine Aufwertung von Stadtteilen. Und wir haben zum Beispiel vor 20, 30 Jahren in Stadtteile investiert, in denen vor 20, 30 Jahren niemand leben wollte. Das war Ottensen, ich weiß nicht, ob hier Hamburger sind. Das war das Schanzenviertel, das war die Hafenstraße, wo wir auch Objekte aufgekauft haben. Da wollte damals niemand wohnen, heute sind es Szeneviertel und es ist eine Frage, wie man das bewerten möchte. Ja, also um die Frage zu beantworten, wie geht das mit ökologischem Umbau und sozialer Spaltung? Vielleicht drei Antworten an dieser Stelle ganz kurz. Zum einen brauchen wir eine abgewogene energetische Strategie, die nicht alleine auf Endenergieverbrauch abzielt. Wir brauchen zum zweiten Fördermittel, ohne die wird es nicht gehen, mit Blick auf sozialverträgliche Mietenentwicklung. Und wir brauchen zum dritten eine Einbettung in eine ganzheitliche Stadt- und Quartiersentwicklung. Das halte ich für ganz wichtig. Ich glaube, sonst schießen wir da zu kurz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich danke ganz herzlich für diese drei Beispiele, die sicherlich in unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden sind, die sehr konkret waren, wie man mit diesem Problem umgehen kann, die auch Lösungen angeboten haben, gleichzeitig aber auch Inputs gegeben haben für die allgemeine Diskussion. Ich glaube, Herr Holm, Sie haben da wahrscheinlich keine Schwierigkeiten dran anzuschließen, denn die Frage steht ja im Raum, kann Aufwertung auch wünschenswert sein? Auf der anderen Seite sind die vorgestellten Maßnahmen geeignet, den Konflikt zwischen ökologischem Umbau und sozialer Spaltung zu entschärfen? Ich werde mich versuchen, an den Fragen zu orientieren. Erstmal vielen Dank für diese drei sozusagen sehr spannenden und auch sehr unterschiedlichen Beispiele. Wenn wir diese Frage nach dem ökologischen Umbau und der sozialen Spaltung betrachten, glaube ich, wir stehen ja vor der Notwendigkeit, beides zu bewältigen. Ja, ganz egal, ob das ein Konflikt in sich nochmal ist, sind es die zwei auch zentral diskutierten Herausforderungen, die die Stadtpolitik in den letzten Jahren diskutiert hat. Ich will ein paar Anmerkungen zu der energetischen Sanierung, die ja hier im Vordergrund der Beispiele stand und im Bereich der Wohnungsversorgung bringen und habe mir noch zusätzlich so ein paar Zahlen jetzt aus der deutschen Diskussion herausgesucht. Da gibt es Berechnungen von den Experten, die die ganzen notwendigen Investitionen für den energetischen Umbau so bei 30 bis 40 Milliarden Euro ansetzen. Also das heißt, das ist tatsächlich, und das wird Herr Krebs von der Wohnungswirtschaft ja auch wissen, also das sind enorme Kosten, die da auf uns zukommen. Mit der Ausnahme von bisher einzelnen Förderprogrammen ist eigentlich in der Diskussion, dass ein Großteil dieser Kosten auf die Miete umgeschlagen werden kann. Ja, also der größte Teil der in den energetischen Sanierungsprogrammen vorgesehenen Maßnahmen ist nach den Mietgesetzen umlagefähig und kann also in die künftige Kaltmiete mit einfließen. Ich habe mal ausgerechnet, wie hoch dieser Anteil, also wenn man diese 30 bis 40 Milliarden als Investition auf die Miete umschlägt, dann ist das eine Kaltmietensteigerung vom Durchschnitt von allen Mieten um ungefähr 6%.
Da könnte man jetzt sagen, das ist für so eine Gemeinschaftsaufgabe, Klimawandel bewältigen und energetische Sanierung sicherstellen, gar nicht so viel. Ja? Also wahrscheinlich würden die meisten hier von uns kein Problem damit haben, 6% mehr Kaltmiete zu bezahlen. Aber das Problem, was wir in den Städten haben, ist, dass diese 6% im Durchschnitt ja sehr ungleich verteilt sind. Ja? Dass die Notwendigkeiten für eine energetische Sanierung in Altbauten aus dem letzten Jahrhundert oder teilweise ja schon aus dem vorletzten Jahrhundert viel, viel größer sind als für neu gebaute Häuser. Ja? Und wenn wir dann die Berechnung in einzelnen Beispielen uns anschauen, dann gibt es hier in Berlin zum Beispiel die ersten energetischen Sanierungsprogramme im Altbaubereich, die eine Umlage von 1,50 Euro also pro Quadratmeter an Modernisierungsumlage ermöglicht haben für die Eigentümer. Das ist dann schon eine Steigerung von in den konkreten Fällen über 30% der Netto-Kaltmiete. Ja, nur um so ein Schlaglicht zu werfen, die Kosten der energetischen Sanierung, die kann man im Durchschnitt betrachten, die muss man aber, glaube ich, im Einzelfall für die jeweiligen Wohnungsbaubestände betrachten und dann sind wir bei bestimmten Baubeständen und bei bestimmten Baualtergruppen und wenn ich jetzt nochmal die Altbauten herausnehme, die tauchen zwar immer in den Gentrifizierungsdiskussionen als die bereits aufgewerteten, gentrifizierten Gebiete auf. Wenn wir da aber im Bundesdurchschnitt uns angucken, wo wohnen eigentlich armutsbedrohte Haushalte in Deutschland, wo wohnen der Großteil von Hartz-IV-Empfängern in Deutschland, dann sind das zu mehr als der Hälfte genau diese Altbauten, die diese sehr, sehr hohen energetischen Sanierungskosten mit sich bringen. Und das heißt, da kommen wir tatsächlich in den Konflikt, dass nämlich, wenn man die energiepolitischen Ziele erreichen will, das notwendigerweise mit hohen Investitionen verbunden zu sein scheint, die dann auch zu einer Mietsteigerung führen. In Kontexten von Aufwertungsbedingungen kann das sogar ein ganz probates Instrument sein, ja, um so eine Art um so ein energetisches Rent Gap, so eine energetische Ertragslücke zu entdecken und dann vielleicht sogar auf einen Mieterwechsel zu spekulieren, was wir in den sozusagen attraktiveren Innenstadtgebieten ja auch häufig erleben, dass Eigentümer ganz bewusst auf Maßnahmen setzen, die einen Mieterwechsel anregen, weil man neben diesen Modernisierungsumlagen ja auch durch die Neuvermietungszuschläge sozusagen höhere Erträge bezahlen kann. Ich will sozusagen ein paar von den hier vorgestellten Überlegungen aber natürlich auch einbeziehen, weil ich glaube, dass wir in der Diskussion drei Beispiele gehört haben, die uns zeigen, in welche Richtung Lösungsmodelle und Ansätze tatsächlich geben können. Wir haben so Schlagworte gehört, sowohl aus der niederländischen Diskussion als auch aus dem Beispiel in Hamburg, was Herr Krebs vorgestellt hat, wo dieses Zauberwort der warmen Mietenneutralität tatsächlich sozusagen wieder aufgegriffen wird. Herr Krebs hat nochmal deutlich gemacht, das werden wir im Moment nicht durchgehend überall erreichen können und glaube, dass diese Siedlungsbauten, die es da im südlichen Reiherstiegviertel gibt, tatsächlich relativ günstige Voraussetzungen hatten, um sozusagen mit überschaubaren Maßnahmen große energetische Effekte zu erzielen, ja, was in 120 Jahre Altbauten sich nochmal deutlich anders darstellt. Aber das könnte so eine Zauberformel sein. Ich glaube, Herr Laurin hat ja aus der holländischen Diskussion, niederländischen Diskussion beschrieben, dass die Warmmietneutralität eigentlich so ein Versprechen auf die Zukunft ist, dass die dann eintritt, wenn die Energiekosten steigen. Ich glaube, dass das für die Akzeptanz von ökologischen Umbauprogrammen nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil Mieterinnen, Bewohnerinnen sich ja mit den unmittelbaren Effekten erstmal auseinandersetzen. Ja, die werden sich nicht darauf einlassen, dass man ihnen sagt, in 20 Jahren oder in 15 Jahren, da ist dein Strom, da ist dein Gas so teuer, dass du jetzt einen Vorteil, also dass du dann den Vorteil davon hast, dass jetzt saniert wird, ja, sondern auch Umzugsentscheidungen zeigen ja, dass gerade Haushalte, die auf geringe Mieten angewiesen sind, dass die im Falle von Mietsteigerungen dann sofort ja in die preiswerten Wohnungen abziehen, ja, sodass wir da tatsächlich so eine ökologischen oder energetischen Sanierungsverdrängungswellen zu befürchten haben. Trotzdem glaube ich, dass diese Warmmietenneutralität so ein Zielpunkt für eine soziale Komponente in energetischen Sanierungsmodellen sein kann. Die Beispiele sowohl in Holland als auch die Beispiele aus den USA, die vorgestellt haben, zeigen noch ein weiteres Moment. Die zeigen nämlich, dass obwohl marktwirtschaftliche Rationalitäten, sogar Profite und Gewinne im Vordergrund der Überlegungen standen, wir es mit Modellen zu tun hatten, in denen die klassischen Hierarchien oder strukturellen Ungleichheiten auf Wohnungsversorgungssystemen, nämlich
von Eigentümern, die entscheiden, was mit der Wohnung passiert, und Bewohnerinnen, die das dann annehmen. Und das Hamburger Beispiel ordnet sich da auch ein bisschen. Also, dass wir drei Beispiele hatten, in denen es sozusagen neben diesen sehr klassischen strukturellen Hierarchien offensichtlich Kommunikationsräume gab. Ja? Also in dem Living City Block, wo verschiedene Akteure zusammenkommen. Wir haben die Verhandlungssysteme aus Holland kennengelernt, also wo institutionelle Interessenvertreter der verschiedenen Akteure von städtischen Entwicklungen zusammenkommen und was aushandeln. Und auch von Hamburg wird zumindest im Vortrag beschrieben, dass es eine Beteiligung mit den Mieterinnen gab. Ja, und das scheint mir ein so ein Schlüssel zu sein, wo mir noch nicht ganz klar ist, wie man das soweit in vielleicht auch Vorgaben für die energetische Sanierung institutionalisieren kann, dass man sagt, das ist eine Voraussetzung dafür, dass sowas überhaupt gelingen kann. Ja, auch aus dieser Perspektive, dass es eben nicht nur um Dämmmaterial an den Fassaden geht, sondern vielleicht auch um sozusagen clevere und smarte Lösungen in der Art und Weise, wie Energie im Haus verbraucht wird oder wie die Mieterinnen mit den neuen Anlagen dann umgehen. Also das heißt, auch aus dieser energiepolitischen Perspektive könnte das eine Perspektive sein. Zweiter Moment an Besonderheiten, die wir in den drei Fällen vorgestellt bekommen haben, sehe ich vor allen Dingen die holländische Diskussion, die tatsächlich mit förderpolitischen Anreizsystemen diese Wärmemietenneutralität versucht zu fördern, ja, indem gesagt hat, also da erlaube ich über gesetzliche Vorgaben, nehme ich an, höhere Mietsteigerungen, wenn tatsächlich diese energetischen Effekte, Einspareffekte auf der Mieterseite ankommen. Und das scheint mir auch ein Punkt zu sein, die wir in der aktuellen Situation überhaupt nicht als gegeben hinnehmen, also in Deutschland nicht als gegeben haben. Ja, wir haben das Mietrecht, wo Investitionen in die Steigerung der Bauqualität eben umgelegt werden als Kosten, aber es gibt eigentlich keine Zielkontrolle. Ja, wir haben im Moment kein Modell, was sagt, du darfst die Miete erhöhen, wenn tatsächlich die Energiekosten bei den Bewohnern sich senken. Ja? Und das könnte über mietrechtliche Initiativen oder eine Reform von Mietrecht hergestellt werden, könnte aber auch Teil von bestimmten Förderprogrammen sein. Ein dritter Punkt, der mir eingefallen ist, und damit bin ich beim Schluss, also neben dieser Demokratisierung von Entscheidungen und Aushandlungsprozessen, dem sozusagen schon auch ökonomisch, förderpolitischen, rechtlichen Anreizen für soziale Dimension der energetischen Sanierung, haben zumindest die Beispiele in Holland und in Hamburg gezeigt, dass der öffentliche, vielleicht auch gemeinnützige, genossenschaftliche Wohnungsbau offensichtlich Vorreiterrollen in diesen energetischen Sanierungsprogrammen einnehmen muss, weil wir ja nicht als gegeben annehmen können, dass in der von über 60% von Einzeleigentümern geprägten Struktur des deutschen Wohnungsmarktes eine Vorgabe, wie sie jetzt von der Saga beschrieben wurde, handlungsleitend ist, dass man sagt, wir wollen breite Schichten der Bevölkerung mit günstigem Wohnraum 20% unter Mietspiegel anbieten. Das ist tatsächlich die Ausnahme, die aber natürlich über politisch beeinflussbare Geschäftspolitiken von öffentlichen Wohnungsunternehmen tatsächlich ja maßgeblich und tragfähig werden kann. Und insofern glaube ich, dass eine Diskussion darüber, und das sozusagen steht in Berlin mit Sicherheit ganz oben auf der Tagesordnung im Moment, sozusagen auch überlegt werden muss, wie können eigentlich diese öffentlichen Wohnungsbauunternehmen da in so eine, ich sage jetzt mal, ökosoziale Pflicht genommen werden. Und insofern, also vielen Dank für sozusagen drei wunderbare Beispiele, über die wir weiter diskutieren sollten. Aber ich glaube auch, letzter Satz, dass die Bedingungen, die dort beschrieben werden, für den Großteil der Wohnungsversorgungssysteme, zumindest in Deutschland, eine absolute Ausnahme darstellen, ja, also und uns eher Hinweise geben, wie Problemlösungsstrategien aussehen sollten, aber kein Grund sein sollten, uns die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, es geht doch. Ja? Also es geht unter Ausnahmebedingungen. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir sind schon auf dem Weg in Richtung Lösungen. Vielleicht möchten Sie an einer anderen Stelle noch einhaken und noch weitere Probleme benennen. Also ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, sich in die Diskussion einzumischen und Fragen an die Diskutanten zu formulieren. Dahin. Ja, ich hätte eine Frage auch vielleicht zu dieser dezentralen Struktur des Eigentums, wo
Ist denn da vielleicht sogar eine Chance drinnen oder ist das eher ein Hindernis? Und gibt es Wege, gibt es Beispiele, wie damit schon umgegangen wird? Und vielleicht auch gerade in Hinsicht auf nicht nur Energieeinsparung und Renovierung, sondern vielleicht sogar auch auf Energiegewinnung, wie das eben auch mit Mietern gemeinsam im Verbund vielleicht geschehen könnte. Ich würde ganz gerne noch sammeln. Da vorne. Mein Name ist Andreas Ammann. Ich würde gerne auf einen Begriff zu sprechen kommen, der jetzt gerade am Schluss noch erwähnt worden ist, nämlich Zielkontrolle. Ich halte das für einen ganz zentralen Begriff in der stadtplanerischen Diskussion. Es gibt ja Berufe, da ist Zielkontrolle das zentrale Instrument, also zum Beispiel Industriedesigner, Architekten, Filmproduzenten. Da wird ständig Ergebnis überprüft. Es gibt andere Berufe, da spielt das eine untergeordnete Rolle. Ein Thema, was hier noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist die Verzahnung von städteplanerischer Förderung mit bildungspolitischer Strukturplanung. Wir wissen das ja aus den skandinavischen Ländern, dass eine gute Kooperation zwischen Kindern von unterschiedlichen sozialen Hintergründen auch eine verbesserte Situation in der gesamtgesellschaftlichen Debatte zur Folge hat. Und da würde ich gerne von Ihnen noch etwas dazu hören, wie eben Mietwohnungsentwicklung und soziale Steuerung durch Bildungsstruktur miteinander verzahnt werden könnte. Hier vorne, warte. Ich hätte noch mal eine Nachfrage, was so ein bisschen die Präzisierung der Zahlen angeht, weil Sie ja sozusagen immer entweder, also Herr Laurier hat es ja gesagt zum Beispiel, dass die Warmmietenneutralität gewährleistet sein muss, aber dass Sie dementsprechend manchmal nicht gleich auf höchstem Niveau sanieren. Da würde mich mal interessieren, wie viel Energieeinsparung konkret man eigentlich erreichen kann, wenn man die Warmmietenneutralität auf jeden Fall sichern will. Andererseits, Herr Wels hatte gesagt, die Mieten steigen durchaus, sie würden ja sowieso steigen, aber in diesem Fall gibt es auch Mietsteigerung. Wie schaffen Sie es trotzdem, das dann irgendwie sozial zu gestalten? Gibt es da Differenzierungen, dass dann, wenn neu vermietet wird, die Mieten stärker steigen als für die Bestandsmieten oder die Wohnungen, die in der ersten Etage liegen, dann billiger sind als in der oberen? Oder wie schaffen Sie es da trotzdem, eine soziale Komponente noch drin zu halten? Und an Herrn Krebs würde mich noch mal interessieren, weil bei Ihnen ist es ja sehr stark abhängig von der Förderung, von der öffentlichen Förderung, dass das möglich ist. Sanieren Sie auch in anderen Gebieten ohne öffentliche Förderung? Und wie stark steigt dann die Miete in dem Fall? Ja, Rebecca Solran ist mein Name, Stadtplanerin in Berlin. Und ich habe auch noch die Frage an Herrn Holm, ob er Beispiele hat von energetischen Sanierungen mit privaten Einzeleigentümern oder mit kleineren Strukturen als Wohnungsbaugesellschaften. Thank you. I'm Cecilia Martinez from United Nations. I would like to ask if going back to sustainability, the situation is not so much about the rental or not housing as such, but how do you combine that with the idea that those renters have to have productivity? Because at the end of the day, whether it's Santa Marta in Colombia or it's Berlin, somebody has to pay the bills. And I don't think it's a matter of rents. It's a matter of having an employment so you can pay the rents and you can pay the costs of infrastructure. At the end, it's a balancing act. So I think we should be addressing not only the housing situation, but the previous colleagues that spoke mentioned precisely this is an urban issue that is related with housing as well. So my question is, have you thought about including in the cooperatives, as it was mentioned, or in the associations of housing, to create schemes that could be really very productive, and then so people can pay the bills at the end? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte gerne diese Fragen an das
Podium zurückgeben und auch nochmal verstärken. Auch an Herrn Laurier tatsächlich die Frage nach der Sanierungstiefe, also was für ein Niveau von Sanierung wird erreicht und sind Sie richtig verstanden worden von Herrn Holm, dass die Warmmietenneutralität erst in der Zukunft realisiert wird? Und an Herrn Wells auch nochmal die Frage, wo kommt denn jetzt eigentlich genau das Geld her? Also jetzt vielleicht an einem Beispiel, wer zahlt da wie viel und wie stark steigen dann die Mieten? Also wie sieht das konkret aus? Was heißt Affordable Housing? Also wie wird dieses Element da sozusagen eingefügt? Und an alle Praxisbeispielvertreter, mit welcher Eigenkapitalrendite wird da gerechnet? Me first, huh? Well, the money comes from a number of sources. We look in terms of retrofitting and regenerating these communities in the United States, and it will be a little different in Colombia, through a combination of public and private financing, but the majority of that financing has to come from the private markets. So in terms of how one guarantees, if there is such thing as a guarantee, and that's very difficult in the United States at least, that rents won't go up. There's a great deal of energy these days spent talking about mixed income housing in the U.S. And it's really kind of a grand social experiment. But what that really means in essence, that if developers are going to get permits in certain parts of certain cities to have the right to develop market or above market income housing, they have to provide a certain number of workforce or affordable housing units in the same developments. So that is actually one of the best methodologies for ensuring that rates don't rise for lower income people, because then there is a ceiling on how much those rents are allowed to rise, whereas the market units, the developers are allowed to sell them to people who can't afford them, and then it's just the marketplace at work. This isn't a perfect system. There are problems with it, but it's actually becoming a model that we're trying to get done in the Washington, D.C. project, and we're very hopeful that it will work because then it allows the private capital money to come in so you can actually build or retrofit in a way that, frankly, has a chance of being better than if it's just subsidized government housing. At least that's the case in the U.S. That's all I can speak of. In the country of Colombia, there'll be a lot more international aid involved. The Inter-American Development Bank, hopefully United Nations, the World Bank we're having discussions with. And there are a lot of European entities, as you know, both the broader European and the individual European countries are very dedicated to doing the best they can to help affordable housing unit issues in the developing world. And then just finally, as far as someone asked about the cooperative model, we're not suggesting that we eliminate individual ownership's capabilities in these projects. We're suggesting that people come together in very familiar formulations like cooperatives. For instance, in the city of New York, housing cooperatives are very, very common, and people are used to this terminology, and they're used to understanding. In a homeowners association, a condominium owners association, or a cooperative, there are certain shared expenses that people agree to be a part of when they move into that area. So we're suggesting that kind of governance structure, certainly not suggesting that we take people's rights of ownership away. That would get you hung in Denver, Colorado, for instance. So we have to be very careful about how we use language and how we propose changes. Ja, also fange ich mal an mit der Eigenkapitalverzinsung. Das ist eine Frage, die kann man nicht generalisierend beantworten. Das hängt von zwei Größen ab als Unternehmen. Zum einen hängt das ab von Benchmarks. Ja. Also zum Beispiel in der Wohnungswirtschaft ist das so, dass sie heute 30% Eigenkapital eigentlich unterlegen müssen für ein gesundes Unternehmen. Und die zweite Frage ist schlichtweg auch die Verzinsungserwartung des Gesellschafters. Das heißt, da sind sie als Unternehmen gar nicht frei zu sagen, ich möchte 2, 5 oder 7. Letztendlich wird das Ihnen auch dann vorgegeben. Deswegen kann ich das gar nicht so generalisierend beantworten. Aber Sie können ja sagen, wie hoch das ist. Ja, das ist, weiß ich gar nicht, ob ich das hier sagen soll. Das, ich denke, das ist ein Punkt, den mache ich mit meinem Gesellschafter aus, wie wir verzinsen. Und was der Verzinsungsanspruch ist, würde ich gar nicht hier in der Öffentlichkeit ausbreiten. Was war noch die zweite Frage? Entschuldigung. Ich habe jetzt hier so viele, deswegen... Ja, an Sie war eigentlich, wir wissen ja, wie Ihre Kostenstruktur, ich weiß nicht, ob das genug beantwortet war.
Can I comment on return on investment really quickly? In our project, since we're dealing mostly with the private markets, we're looking for investment entities, and often they're institutional investors like large pension funds. We're trying to convince people that they should be willing to accept an 8 to 12% return on their money in a 10 to 15 year period of time. It's a very difficult argument. There are still a lot of people who think they should be making the kind of money they were making as investment bankers and institutional investors before we all got in this terrible mess we're still trying to recover from. Hopefully some people are beginning to look at it a little more intelligently, but it's a struggle. But we can't really promise investment returns on investment any higher than that. It's simply not realistic. So it's quite a struggle to find people who will put the money into that, but we feel they're there. Ja, vielen Dank. An Sie war noch die Frage, wie Ihre Sanierungstätigkeit im nicht geförderten Bereich aussieht. Grundsätzlich sanieren und bauen wir auch neu nur im geförderten Bereich, weil das ist unsere Aufgabenstellung. So erreichen wir auch nur sozialverträgliche Mieten, das ist ja ganz klar. Anders geht das nicht, insbesondere bei energetischen Modernisierungen. Deswegen sind bei uns frei finanzierte Maßnahmen eigentlich die absolute Ausnahme. Ich wollte noch mal diesen Pfad der Eigenkapitalrendite verfolgen. Ich habe diese Frage deswegen gestellt, weil wir hier auch Überlegungen anstellen, wie man die energetische Gebäudesanierung voranbringen kann und dabei festgestellt haben, dass die Frage, ob sich sozusagen die energetische Sanierung rechnet oder nicht, sehr stark von der Erwartung der Investoren abhängt. Und dass also, wenn man annimmt, dass man 3% Eigenkapitalrendite realisieren kann, viel weitergehende Maßnahmen sozusagen rentabel sind und auch realisiert werden können. Das ist im öffentlichen Bereich sehr oft der Fall, dass eine Erwartung von 3-5% existiert und deswegen auch sich da diese Maßnahmen als schneller rentabel darstellen und deswegen auch eher realisiert werden, während wenn man also die Eigenkapitalrendite, die Herr Wells genannt hat, ist ja schon relativ hoch. Und das ist interessant, dass also das sich bei dieser Höhe auch noch als rentabel darstellt. Also als Zielgröße sozusagen für die energetische Gebäudesanierung. Und das ist schon normalerweise, also im öffentlichen Bereich ist bis 5%, 3-5%. Im privaten Bereich liegt das natürlich wesentlich höher. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Well, some questions you asked me if Mr. Holm was right that the housing cost guarantee was lying in the future. It is not. It is at the moment that the investment is done. Then it started. But I said, well, when the prices of the energy are rising, the benefit for the tenant will be higher. So it's very interesting for the tenant. He starts neutral, at least neutral, and after that he can gain more. Then there was the question, well, how much energy is now really saved in those houses? Well, it has to be at least 20%. And we in the Netherlands have a labeling system. We have from label E to label G. And that means the investment must take up the house at least two labels. That's so we can do it. And that labeling system is also built in the system where we how we calculate the maximum rates for the maximum rents for social housing. So, and that is for social housing companies, but also for private housing companies. If they have cheap buildings, or they have also that law they have to count. So, by doing so, building it in the law that goes about the maximum rents, we are also forcing the private landlords to do something about the energy saving. If they don't, the law says if the energy performance is too low, the law says now we freeze the rent, so they can't raise their rent anymore. So we have a mixed
kind of mixed system that we do it by agreement with the social housing sector, and we try to change the situation by private landlords by law, because they don't want to negotiate this, and then we have to find other ways to reach our goals. In our situation in the Netherlands, there doesn't come any capital from the state or something. It's financed by the social housing companies itself. So they make their own calculations, but they are bound by the agreement we made with them. And you see, well, they have, of course, the money for maintenance, the building, and things like that. So say that now they start looking at another way at maintenance questions. You asked me about is it combined with employment strategies. In this concrete situation, not. But as Woonbond, we have very good contacts with the unions in the Netherlands. So, and in the Netherlands, apart from the housing question, there is also the question of how to reintegrate unemployed people in the labor market again. And there is a program in which we are also working, and that is in neighborhoods with disadvantaged, there's a more integrated strategy. But in this point, I focused on the issue of energy saving. Ja, ich würde das gerne aufgreifen. Vielleicht haben Sie dazu auch Kommentare. Wir haben ja jetzt sozusagen verschiedene Pfade präsentiert bekommen. Das niederländische Modell gilt ja auch in der deutschen Diskussion als ein Best Practice, weil es Warmmietenneutralität garantiert. Wir haben aber auch erfahren, dass sozusagen die Sanierungstiefe nicht sehr groß ist, also 20% Energieeinsparung ist sozusagen kurzfristig in Ordnung, aber man muss halt bedenken, dass diese Investitionen immer sehr langfristig getätigt werden. Wenn ein Haus einmal saniert worden ist, wird das 50 oder 100 Jahre lang nicht mehr saniert. Also die Sanierungszyklen sind einfach sehr langfristig, und wenn man dann einmal investiert hat, dann wird das erstmal nicht weiterverfolgt sozusagen. Dann hat man erstmal diesen Standard mit 20%. Der andere Pfad ist gleich eine hochwertige, tiefgreifende Sanierung anzustreben, der dann aber, wie wir jetzt eigentlich auch, glaube ich, als Ergebnis hier herausgearbeitet haben, nicht mehr warmmietenneutral sein kann. Das ist ja eine Debatte in der Bundesrepublik, die auch bei der KfW-Förderung und bei anderen Förderprogrammen auch eine Rolle spielt. Gibt es hier akzentuierte Meinungen dazu, wie man dieses Problem lösen könnte? Oder Fragen dazu? Oberländer von Zukunftsenergien Consult Jena. Wir verfolgen ein Projekt Klimaneutral Leben. Das könnte man auch als Best Praxis mit, also das wird angestrebt, deklarieren. Und zwar, wir orientieren dabei, also es ist besonders attraktiv für Altbausanierung in der Weise, dass Wohnen klimaneutral ist, dass man Wohnen und saubere Mobilität, weil das alles heruntergebrochen wird auf saubere Elektrizität als der Endenergieträger. Dabei ist dann ein Wärmepumpenkonzept sinnvoll kombiniert mit Solarthermie. Aber es geht um die Kunst, sagen wir, eine vernünftige Sanierung, die intelligent in der Weise ist, nicht übertrieben, sondern Wärmedämmmaßnahmen in einem Verhältnis, dass der Sanierungsaufwand sich diesbezüglich in einem guten Verhältnis bewegt. Wir kommen dann aber nicht auf diese Warmmietenneutralität, sondern man muss dann sehen, dass jetzt beim Umbau auf saubere Elektrizität, das von allen Schichten getragen werden muss, der, also nach meinen, nach unserer Prognose, wird der Strompreis jetzt in dieser Umbauphase, auch wenn wir von Atomstrom wegkommen wollen, zeitweise wird etwas höher sein. Das müssen dann eben die Nutzer mittragen.
Ja, Anja Heiduck aus Hamburg. Ich möchte auf die Frage direkt antworten, Frau Drewes, die Sie gestellt haben, Positionierung zu dem Standard der Sanierung. Wir haben in Hamburg jedenfalls mal auch in einem Gutachten, was auch vielleicht immer noch wieder diskussionswürdig ist, versucht zu differenzieren zwischen Top-Sanieren, besser sanieren oder nur schneller sanieren. Und was ich zumindest hier in die Diskussion einwerfen möchte, ist, dass dadurch die CO2-Einsparungsziele für die nächste Dekade, so bis 2020, noch relativ dicht beieinander liegt, aber das schneller Sanieren, was auf kurze Sicht vielleicht das mietenneutralste ist, mit Blick auf das dritte und vierte Jahrzehnt, dann deutlich zurückfällt. Andererseits kann man aber auch davon sprechen, man muss nicht nur top sanieren, auch das besser sanieren, also was dazwischen liegt, wo man vielleicht noch akzeptierte Kosten oder Kosten, die auch durch staatliche Förderprogramme aufgefangen werden kann, ein sehr, sehr sinnvoller Weg ist. Also ich möchte eher nochmal sagen, diese Differenzierung, auch mit Blick darauf, können wir wirklich erwarten, dass gerade im Bestand wir sozusagen nah an den Passivhausstandard unmittelbar herankommen, ist in Großstädten, die eine hohe Neupreisvermietungsentwicklung haben, ein großes soziales Akzeptanzproblem. Und deswegen ist eine Differenzierung beim Sanieren wichtig. Ausschließlich schneller sanieren ist mit Blick auf Klimaschutzziele aber ein Problem. Oliver Ginsberg, ich bin Fachberater für nachhaltige Investments. Ich wollte den Blick mal weg von der reinen Investitionskosten lenken auf die Finanzierungskosten. Meiner Erfahrung nach liegt da nämlich das Hauptproblem. Ich selber lebe seit 86 in einer Genossenschaft. Genossenschaftlicher Wohnungsbau, damals gefördert im Rahmen der IBA als sozialer Wohnungsbau. Wir haben angefangen mit 4 D-Mark pro Quadratmeter Miete. Wir liegen heute bei 8 Euro pro Quadratmeter. Ohne Spekulation, ohne einfach nur, weil wir systematisch an den Finanzierungskosten beteiligt wurden, weil im sozialen Wohnungsbau die Subventionierung der Bankkredite eben zurückgefahren wurde. Das heißt, wenn wir über diese Kostenfragen sprechen, müssen wir vor allem auch über die Finanzierung solcher Maßnahmen sprechen, die Kapitalkosten. Da liegt nämlich ein ganz großes Problem, denke ich. Laura Van Wey, ich arbeite als Urbanistin in Brüssel und dazu hätte ich einige Fragen und vielleicht zu den Panelisten. Und zwar Finanzierung ist eigentlich das Hauptproblem bei der Energieeffizienz. Und ich würde gerne wissen, was Sie über, wie Sie die Rolle der ESCOs bei der Finanzierung und die Mittel, die man für die Finanzierung aufbringen kann. Wie Berlin hat zum Beispiel, also für Ostbrüssel betrachten wir das Modell der Energieagentur Berlin als Best Praxis. Also ich würde gerne, wir haben noch nichts davon hier gehört, welche Rolle hat zum Beispiel, spielt so eine Agentur bei der Zusammenbringen der Gelder für die Finanzierung. Die zweite Frage ist über das Revolving Modell. Wie Sie wissen, es wird jetzt mehr und mehr, also diese, was der Wils gesagt hat, es wird mehr und mehr diese PPP-Modell. Auf einer Seite, es gibt große, also sehr wichtige und große Kritik über das. Dieses Revolving-Modell ist aber jetzt, gilt aber als das Finanzierungsmodell für Energieeffizienz, nicht nur in den USA, aber auch in Europa, wo zum Beispiel so unterschiedlichen Partner und wo die öffentlichen Gelder sozusagen als erste Risk, also wo die 20 ersten Prozent
von den Public Money sozusagen aufgebracht wird, wo Public Bank wie die KfW oder die CDC oder egal das aufbringen können. Also dieses Modell scheint sozusagen gefördert zu sein. Deswegen würde ich sehr gerne wissen, was die Panelisten darüber, welche Erfahrungen sie damit haben. Und die dritte Frage, oder das ist nur eine Bemerkung, Deutschland hat die 4% für Energieeffizienzmittel aus der EFRE-Mittel überhaupt nicht verwendet. Das heißt, es ist Public Money für effizienten, für energetische Sanierung. Das Argument, um diese Mittel nicht benutzt zu haben, ist das, also das ist von den öffentlichen Argument sozusagen, ist, dass dass Deutschland das ohne schafft, sozusagen die energetische Sanierung ohne diese öffentliche Mittel schafft. Also es scheint doch nicht der Fall zu sein. Deswegen würde ich gerne Ihre Meinung dazu haben. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt gibt es, glaube ich, sehr großen Diskussionsbedarf auf dem Panel. Bitte. Yes, I want to react on delay from Hamburg. I agree very, very much with her that you have to have different strategies. So slow improvement, but also very large improvement. But the deal we made with the housing associations gives that room. We only say the minimum has to be 20% energy gaining. If I look at the results of the last year, the gain on energy efficiency was for the 100,000 houses 30%. So it can be higher. But because we are talking about 1.5 million tenants, and they are all in different situations. So if a housing association and a local organization of tenants want to have a higher ambition, it can, but then they can't hold the guarantee of neutral housing costs. So that possibility is there. But we thought it was important to make a floor so that you can go higher and not lower. Ein bisschen, finde ich, reden wir hier um den heißen Brei. Das Problem ist ja, umso höher ich energetisch modernisiere oder umso höheren Standard realisiere, umso teurer ist das so. Und irgendjemand muss das bezahlen. Vielleicht darf ich zu Ihnen den Hinweis geben, ich habe von einem holländischen Unternehmen gelernt, korrigieren Sie mich bitte, wenn das falsch ist, dass die Träger des sozialen Wohnungsbaus in Holland ihr Geld für all das, was sie tun im sozialen Bereich, verdienen müssen durch ein exzessives Bauträgergeschäft, weil sie sonst das gar nicht realisieren können. Das nur mal als Hinweis. Irgendwoher muss das Geld kommen. Die holländischen Kollegen müssen ihr Geld an anderer Stelle schlichtweg verdienen. Vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber dann müssen Sie mich korrigieren. Ich will damit nur sagen, irgendwo muss das Geld verdient werden. Wir haben jetzt hier ganz viel gehört über die DENA-Studie. Also für die Insider ist das ein bekanntes Phänomen. Ist die Frage, wie saniere ich denn richtig? Und die DENA überlegt sich, irgendwie habe ich jetzt ein Problem mit meinen energetischen Anforderungen, die Warmmietenneutralität, dann lass uns das doch mal versuchen, irgendwie wegzurechnen. Ja? Und dann wird die anerkannte wohnungswirtschaftliche Vollkostenrechnung, die von Wirtschaftsprüfern anerkannt ist und die in der ganzen Republik hoch und runter gerechnet wird. Bei Investitionen geht es um Allokation. Ja? Wie setze ich meine Investitionsmittel ein? Zu welcher Verzinsung? Wo ist das besser? Wo ist das weniger gut? Wird dann versucht, sozusagen das auszuhebeln. Das ist der falsche Weg, sage ich Ihnen. Das wird nicht funktionieren, weil wir und die Genossenschaften sind vielleicht noch die Guten. Wir machen viel. Das ist unser Selbstverständnis, unser Geschäftsmodell. Normale Investoren werden das nicht tun. In Hamburg ist im Moment das Problem, auch für den neuen Senat, dass die Investoren mit relativ hohen energetischen Standards, ENF 2009, schlichtweg nicht mehr in bezahlbaren Wohnungsbau gehen. Ja, die gehen in den hochpreisigen Wohnungsbau, Eigentum und Vermietung. Damit ist aber das Problem nicht gelöst, weil sie einfach nicht bereit sind, bestimmte Standards mit bestimmten Verzinsungen zu realisieren. Und wenn sie das überhaupt nur tun, dann tun sie das, weil der Hamburger Senat sagt, pass auf, zum einen kriegst du von uns Förderung, wenn du das zu vergleichsweise moderaten Mieten machst. Zum zweiten binden wir jetzt, und das finde ich ganz klug, die Vergabe von innerstädtischen Grundstücken an die Bedingung, dass du einen Teil sozialen Wohnungsbau realisierst. Was heißt das? Die Bauträger und die Investoren
gehen jetzt an den Markt und suchen sich zumindest anteilig für die Bebauung jemanden, der sozialen Wohnungsbau macht. Das sind zum Beispiel wir oder auch Genossenschaften, die sonst auch nicht an die Grundstücke kommen würden zu den Preisen. Das ist schon der richtige Schritt. Was ich damit sagen will, wir werden die Probleme nicht lösen der energetischen Sanierung, wenn wir hingehen und sagen, wir müssen jetzt mal die Rechenlogik ändern. Ja, und wir versuchen dann mal sozusagen das Renditekalkül eines Investors zu ändern und dann haben wir das Problem aus der Welt. Das wird nicht funktionieren, weil das Investoren nicht akzeptieren. So einfach ist das. Und solange wir in der Marktwirtschaft leben und nicht der Staat diese Investitionen vornimmt, er kann er aber leider nicht, wird er nicht schaffen, lösen wir dieses Problem nicht. Ich würde ja output-orientiert an das Thema rangehen. Mein Plädoyer wäre schlichtweg zum Beispiel in Hamburg, das verhandeln wir gerade im Rahmen eines Hamburger Klimapaktes, alle wohnungswirtschaftlichen Verbände, auch die privaten Unternehmen mit dem Hamburger Senat, wo man überlegt und sagt, lass uns verbindliche CO2-Einsparziele verabreden. Das heißt, ihr verpflichtet euch analog den Zielen des Hamburger Senats CO2 einzusparen. Dafür verschärfen wir nicht die ENEF und geben euch die Freiheit im Rahmen der energetischen Strategien. Das ist eben nicht nur Einsparung, ich dämme ein Haus, sondern das ist eben auch Energieeffizienz. Was wir machen, wir bauen Mini-BHKWs, wir bauen BHKWs, wir machen Speicherung solarer Wärme und vieles mehr, wo ich einfach gute energetische Werte erziele. Und das ist das Hinzufügen und Zuschalten von regenerativer Energie, um einfach zu guten Ergebnissen zu kommen, energetischen, um einen hohen CO2-Einsparung zu realisieren bei vergleichsweise niedrigeren Investitionskosten und damit einem niedrigeren Mietenanstieg. Frau Heiduck hat recht. Natürlich wäre es wünschenswert und richtig, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir wissen, in Zukunft brauchen wir, wenn wir nur noch regenerative Energien einsetzen wollen, brauchen wir eigentlich extrem hohe energetische Effizienz in den Gebäuden, ja, das ist richtig, nur wir werden es im Moment nicht lösen. Ja, das ist mein Problem, weil wir haben einfach drei Probleme. Wir haben einmal das Problem, alles das, was wir tun, wird sich erst rechnen bei relativ höheren Energiepreisen. Das ist leider so. Dann wird sich vieles rechnen, das ist aber erst in 10 oder 20 Jahren so. Dann sind wir auch bei Warmmietenneutralität. Das zweite Problem ist, dass die technischen Komponenten, die wir heute verwenden, das ist auch durch Lobbyismus geprägt, sage ich Ihnen auch ganz offen. Ja? Die Dämmstoffindustrie freut sich natürlich und die Komponenten sind relativ teuer. Ich gehe davon aus, in 10, 20 Jahren wird das auch eine andere Diskussion sein, da sind wir auch mit den Technologien weiter. Ja, das sind zwei Punkte, wo ich glaube, wir müssen da im Moment auch ein bisschen auf Zeit spielen. Und ich denke, da müssen wir Kompromisse eingehen. Wir werden nicht optimale Sanierungsstrategien im Moment realisieren können, weil sie im Moment niemand bezahlen kann. Und zu sagen, der Investor soll das bezahlen, da kann man den Kommunalen oder vielleicht den Genossenschaften sagen. Ja, aber die normalen Investoren, die werden sagen, dann mache ich gar nichts oder ich realisiere nur noch im hochpreisigen Segment. Und gar nichts tun ist für das Klima das Allerschlechteste, das ist die GAGFA-Strategie, ja, die Sie gerade in den Zeitungen lesen, kann man auch machen. Aber energetisch ist das die totale Katastrophe, wenn dann Investoren sagen, pass mal auf, dann mache ich jetzt einfach gar nichts mehr. Und dann sehen wir mal zu, wie das ausgeht, das Thema. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne den Ball an Herrn Wells weitergeben zu diesem Thema. I don't know where to start. So many wonderful questions, so many wonderful comments. To build on what Herr Krebs said, of course we have to be cognizant of what the marketplace will actually endure and what it is willing to invest. I do want to argue about a couple of other points, though, one that Sabine made about building owners not touching their stock again for 50 to 100 years. Maybe that's true here, but the statistics in the United States are every 15 to 20 years. So it's quite a bit of a different scenario. I think people redoing their buildings every 15 to 20 years is problematic enough. I think because of the severe problems we face with needing to reduce carbon numbers, I personally am concerned that if you have too low of a set of goals and the amount of reductions you're going to achieve, that you are potentially doing more harm than good in the long term. I know that's not a popular view in some circles, but it's my view. I think we have to go for much, much deeper reductions. I also want to push back on how much that has to cost. Because when you get into retrofitting buildings, particularly older stock buildings, and frankly, older buildings have some advantages that buildings built post-World War II do not have. The worst buildings that we try to work on are built between 1950 and 2007. Absolute worst building stock that we ever try to take a look at. Just terrible, terrible energy systems and an absolute disconcern for those issues when they were being built. So I think you can go for much deeper reductions. You get to a certain point in the cost curve in retrofitting where for a little bit more money you can achieve a lot more savings.
So it's a very difficult argument to win, mind you, particularly with investors who aren't very used to hearing this argument. And frankly, there aren't enough examples of this being successful in the real world for most of the investment community to be comfortable. But we believe very strongly that once you go far enough in how you change a building, you actually can not put in old systems again. You can eliminate boilers and chillers. You can eliminate things that are traditionally whole systems in buildings. By eliminating those, you actually reduce costs after a certain point. So I want to argue that you can go much deeper and actually have a better return on investment over a 5 to 10 year period. As far as where the money comes from, I think the gentleman who talked about cooperatives, our model is that the more you can make this about the cooperative and communal good of a group of people, the better chance you have them to get behind it and do whatever they have to do to help get the financing in place. That's very difficult in affordable housing. If I were running a government institution, I would probably have a very different view in the real world. But working with the private sector, we are looking at ways to reduce energy so much, and of course, the cost of energy is absolutely paramount. Our cost per kilowatt hour in Denver, Colorado was under 10 cents American. The cost of energy in New York City is 28 cents per kilowatt hour. So you can guess which of those projects is easier to sell to the investment world. So these things are very, very real and can't be denied. But I do believe that there are good investments to be had. To answer a couple of the other questions, ESCOs are fine. ESCOs have a very sweet business model where they reduce energy use by about 25%, but they actually don't do the work themselves, and where they make their money is markups with the vendors that they hire, and they actually make a bit of money on the cost of capital itself. So frankly, without ESCOs, you can do a lot better work and go a lot deeper than you can with an ESCO. They serve a purpose, but again, they go for 20 to 25% reduction, which I argue can be subversive and unhelpful over time. In regards to the question about creating jobs while you're doing this retrofitting, there's a lot of talk about green jobs in the world economy now. I think a lot of that is a falsitude and actually can be quite damaging to talk about if you make that too much of your argument. There aren't that many jobs to be had in retrofitting. There are some jobs. They don't begin to make up for the number of jobs that were lost in the construction industry due to the financial downturn. So I think we have to be very honest and realistic about these things. In our projects, we insist on having a sustainable incubator firm within each project, and whether it's a low-income or a high-income area, and those are designed then to help people come up with innovative entrepreneurial ideas. And there are very few places in the world, most social scientists will tell you, that are more creative than actually poor communities that have to find ways to take care of themselves. So if you give people advantages and you build that into your programming, you can actually help create bottom-up form jobs in these types of communities. Ja, vielen Dank, Herr Holm. Abschließend noch zum Problem der Warmmietenneutralität und Sanierungstiefe. Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir notwendigerweise wahrscheinlich in dieser Diskussion jetzt über einzelwirtschaftliche Rationalitäten von Wohnungsbaugesellschaften, von Investoren gesprochen haben. Und ich glaube, dass genau darin das Problem liegt. Also in dem Moment, wo wir sozusagen diese einzelwirtschaftlichen Rationalitäten anerkennen, werden wir eine Gemeinschaftsaufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, wie so einen ökologischen Umbau, der vor den Städten steht, gar nicht bewältigen können, sondern, und deshalb hatte ich vorhin ja auch gesagt, wir haben hier eigentlich Beispiele vorgeführt bekommen, wo genau diese Investorenrationalität eben nicht eins zu eins umgesetzt wird, sondern auch ein Stück weit außer Kraft gesetzt wird. Und was mir nochmal jetzt in den Kopf gekommen ist, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man diese durchschnittlichen Kosten, die hier in Deutschland angesetzt sind, versucht mit den Mieteinnahmen, die es bundesweit gibt, ins Verhältnis zu setzen und sagt, 11% von diesen Kosten würden auf die Miete angerechnet werden, dann ist das eine Mietsteigerung von 5-6% im Durchschnitt. Und das Problem ist, glaube ich, dass die ungleich verteilt sind. Und wenn wir aus dieser Perspektive nochmal überlegen, wie kann man sozusagen in verschiedenen Beständen, die einen unterschiedlichen Bedarf an energetischer Sanierung haben, eine Umverteilung organisieren, indem zum Beispiel, sagen wir, 1% der Netto-Kaltmiete in so einen Fonds hineinfließt, ja, der dann die Finanzierungskosten reduzieren könnte, der als direkter Zuschuss kombiniert mit EFRE und anderen Mitteln finanziert werden kann, dann würde sich die Perspektive, eine
energetisch sinnvolle Sanierung umzusetzen, ohne dass die Miete in allen Fällen so steigt, dass Mieterinnen vielleicht sogar ausziehen müssen, sozusagen deutlich reduzieren können. Aber das ist eine Sache, die eben eine gesamtgesellschaftliche Debatte bräuchte. Ja, und im Moment sind wir doch wieder ein Stück zurückgegangen und haben jetzt über sozusagen Berechnungsmethoden und Investitionsrechnung einzelner Eigentümer gesprochen. Und damit werden wir das nicht schaffen. Also da wird es dann so bleiben, dass die sozial orientierten Eigentümer besser in der Lage sind, diese Schere zu bewältigen und die anderen eben nicht. Ja, und von daher glaube ich, werden wir uns schon über Wege und Instrumente Gedanken machen müssen, wie man sozusagen diese ökosozialen Notwendigkeiten in den Städten, von denen wir gesprochen haben, ein Stück weit aus der Marktlogik herausbricht. Und das ist da, glaube ich, keine Lösung, allein zu sein, also alleine sein wird zu sagen, wir müssen Marktanreize setzen und dann machen die das von allein. Also das zeigen ja irgendwie 200 Jahre Geschichte kapitalistischer Wohnungsmarkt, dass es so nicht funktioniert und große Umwälzungen in den Städten sind immer mit großen öffentlichen Eingriffen organisiert worden. Da werden wir gar nicht drum herum kommen. Und wir haben ja den Vorteil, dass diese energetischen Sanierungsprogramme, die Bewältigung des Klimawandels ein relativ breit akzeptiertes gesellschaftliches Thema ist. Ja, also was man deshalb auch mit gesellschaftlichen Instrumenten lösen sollte. Darauf möchte Herr Krebs jetzt noch ganz kurz reagieren, bevor ich diese Runde schließen muss. Ganz kurz, also ich würde mal sagen, ohne den Marktmechanismus und ohne die Investoren wird das wohl nicht gehen, ja, weil das sind die, die investieren, das sind die, die das Geld bringen und die auch ins Risiko gehen. Also ich finde das eine interessante gesellschaftskritische Diskussion, die wir führen können, ob vielleicht Kapitalismus geeignet ist, klimapolitische Probleme zu lösen. Darauf läuft das dann hinaus. Aber wenn wir nicht zu innovativen Lösungen kommen mit den Investoren und die Investoren da einbeziehen, dann wird das nicht funktionieren. Ich finde es ganz wunderbar, dass wir mit diesem konflikthaften Schluss hier enden. Ich glaube, wir können hier feststellen, also wir haben sehr gute Beispiele gehört und den Konflikt, der besteht, oder die ganze Diskussionslage, glaube ich, sehr gut aufgearbeitet. Lösungen haben wir jetzt hier nicht wirklich gefunden. Ich glaube, die gibt es auch in dem Sinne nicht, oder es gibt sozusagen Ansätze, aber wir müssen sozusagen daran weiterarbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, die Heinrich-Böll-Stiftung wird an diesem Programm und an diesen Fragen dranbleiben, ebenso sicherlich wie unsere Referenten. Ich danke allen für eine sehr spannende Diskussion. Und jetzt gehen Sie in die Mittagspause.